Yo Leute, Servus und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo bzw. Aufklärungsvideo, auch wenn Aufklärung so ein bisschen zweideutig klingt. Warum sage ich wir? Ich bin nicht alleine, ich habe einen Kumpel von mir dabei in Skype. Kannst du mal Hallo sagen? Ja, hier ist der Memo, Memo Mix. Müssten eigentlich auch, denke ich mal, einige von euch kennen. Und ja, wir wollen quasi heute, das wird jetzt hier kein Let's Play, das wird nur so ein kleines Infovideo, beziehungsweise, ja, wie am Anfang schon gesagt, Aufklärungsvideo. Und zwar geht, zumindest kriege ich auf Daimos, beziehungsweise generell auch auf Facebook, immer mal wieder Nachrichten mit, hey, Memomix redet scheiße über dich, oder der hat dich da und da Hurensohn genannt, oder angeblich hat er im Rufchat gespammt, ich hätte ihm irgendeine Reck abgezogen. Also ich kann es euch ja hier jetzt mal kurz zeigen, hier, ich hätte irgendjemand abgezogen oder hier dieser Muhaha meinte, ich hätte Memo hier irgendeine Reck abgezogen oder so. Also ich habe ihm nichts abgezogen, kann er auch bestätigen? Nein, hast du nicht. Also das ist jetzt halt so, ne, weil wir verstehen uns ja, du hast mich schon damals promotet, da wo ich doch 100 Abos hatte oder so. Ja. Und wir hatten also, ich sag mal, wir waren so wie Kollegen halt, ne? Wir haben mal ein paar Mal geschrieben, ja, wie geht's und so weiter und also, ich weiß nicht, Mann, ich kenne das so, du schreibst mir auch immer, ey, deiner hat gesagt, dass ich dich abgezogen hätte, da schreiben mich welche an, was hat die coole Socke abgezogen oder so, und das sind immer die kleinen Kinder, Mann, und das sind nicht nur zwei, drei Personen, sondern das sind irgendwie in der letzten Zeit richtig viele, weil du kommst ja bestimmt auch und kriegst so viele PNs, Mann, ne? Ja, also ich bin jetzt gerade eben auf Daimos online gekommen, wollte mal gucken, weil ich suche immer noch ein DPP mit, ja, 1,5 bis 2 KTP und 15 Feuer, kleine Streichwerbung am Rande, wenn jemand das hat. Schreib mir bitte eine Nachricht und komm on und hier so, ja, du hast ihn und den angeblich abgezockt und dessen das gemacht. Ich meine, ich habe jetzt halt, also selbst wenn ich so einer wäre, ich hätte einen Recken nicht mal nötig. Weil ich meine, ich habe jetzt halt hier noch einen KKK Young und habe Full IQ. Für was bräuchte ich dann eine Reck? Alter, das ist halt so, man will sich doch nicht nur wegen einem Scheißdreck den Ruf zerstören, Alter. Eben. Okay, vielleicht wenn es ein BSP wäre, okay, das klingt so wie ein Abzocker jetzt. Nicht, na, mal, aber nicht mal das wäre es mir wert, weil mir ist es zum Beispiel auch schon oft vorgekommen, dass ich irgendwie jemanden vertraut habe und dann das Vertrauen quasi gebrochen wurde. Und ich weiß nicht, ich habe es euch seit Jahren immer gesagt, ich bin an sich ein ehrlicher Mensch, ich habe noch nie irgendeine Scheiße oder so gebaut. Ja. In-game Scheiße bauen. Im Real Life schon, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, keine Ahnung. Memo und ich, wir finden es halt ein bisschen traurig, was da so für Gerüchte rumgeht. Und wenn ihr auch da was davon mitkriegt, lasst euch davon nicht beeinflussen. Weil ich meine, ich kenne Memo jetzt auch schon ein bisschen länger und ich kann ihn auch, oder ich habe ein gutes Menschenverständnis. Und ich denke auch, dass er jetzt halt nicht so einer ist, der quasi so abzocken würde. Ja. Und weil das zerstört mich halt jetzt, ich sag mal, das macht schon einen traurig, ne? Aber die anderen glauben den halt nicht. Nee, ich will nicht mit dir verhandeln, warte, jeder schreibt über dich, dass du ein Abzocker bist und so weiter. Was willst du dann sagen, Mann? Nee, ich zock nicht ab, diesen Scheiß glaubt dir sowieso keiner mehr. Wenn du sagst, nee, ich zock nicht ab, bitte hör nicht auf dir oder so, das wird sowieso niemand mehr glauben. Weißt du, wenn jemand einfach was über diese Scheiße was erzählt und ganz Daimos weiß schon davon Bescheid, Alter, und jeder glaubt dieser Person halt. Auch wenn das so ein Level 15er Char ist, verkauft oder so, brauchst einfach nur rumzurufen, jeder glaubt diese Scheiße schon, Alter. Ja, so wie zum Beispiel hier jetzt. Ich habe jetzt die PN offen. Er schreibt mich so an, scheiß Abzocker, Alter, was zockst du Memomix ab, du Hund? Er so, ohne Witz. Also ich habe dann geschrieben, ohne Witz habe ich nicht. Und er sofort, schäm dich, ich glaub dir nicht, hab dich deabot, ja, laber nicht. Weißt du, und sowas ist nicht nur für den Ruf in-game schlecht, sondern halt auch für deinen YouTube-Ruf. Weil, ja, das meine ich ja, genau. Eben. Später zum Beispiel, du hast mal 10.000 Abos oder so nach einem Jahr oder so. Und dann denkt man immer an diese Kleinigkeiten. Ja, ich weiß so, wo Memo Mix wo Coole Socke vor einem Jahr noch einen Reck abgezogen hat oder so. Und das ist irgendwie so scheiße, Alter. Weil, vor allem als YouTuber, ne? Okay, das klingt jetzt so voll arrogant so, ne? Ja, YouTuber und so weiter, wir machen sowas nicht, aber man will sich doch nicht nur wegen der Reck den Ruf zerstören, Alter. Ja. Vor allem bei mir, ich spiele das Spiel seit 7 Jahren, ohne auch nur irgendjemanden mal abgezockt zu haben. Sei es P-Server, sei es DE, sei es SG, noch nie. Seit 7 Jahren. Ich meine, warum? Ich meine, ich komme damit selber nicht klar, wenn ich wüsste, also ich weiß nicht, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich sage, ich habe jemandem irgendwie was weggenommen, was nicht meins ist. Weil, keine Ahnung, es klingt zwar jetzt irgendwie total scheiße oder so, aber ich wurde so erzogen, dass ich denke, dass es falsch ist. Ja. Ich meine, es gibt genug Leute, die da anders denken, die sagen, geil, habe ich ihm 250 Euro abgezogen. Aber ich könnte es einfach nicht mit mir vereinbaren. Ja. Ja, deswegen wollten wir einfach mal das kleine Video machen, um euch quasi so ein bisschen aufzuklären, euch Input zu geben drüber, dass es nicht so ist, dass ihr auch nicht jeden Scheiß glauben sollt, dass hier im Rufchat rumgespammt wird. Ich meine, ich sehe es ja selber. Guck mal hier beispielsweise dieser FGH, der schreibt den ganzen Tag schon rum, dass er irgendwas bottet.
Weil er gebottetes Young verkauft. Und das können so viele machen, gerade auf Daimos. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig, passt auf, wem ihr was glaubt, beziehungsweise glaubt nicht immer alles sofort. Das ist eigentlich auch was, was mir so aufgefallen ist. Einer sagt was und die Leute glauben es sofort. Ja, das regt mich richtig auf, Alter. Ich könnte jetzt auch einfach online gehen, hier, keine Ahnung, Donge, du hast mir gerade meinen 90er abgezogen, bitte leitet das weiter oder so. Und das wird jeder einfach glauben, Mann. Das regt mich richtig auf, Alter. Das ist halt sowas, wo wir sagen wollen, oder wo wir euch sagen wollen, passt auf, was gespammt wird. Es sind vor allem, es sind auch viele Faker oder so online. Der Memo Mix zum Beispiel mit 2i oder so. Du guckst nur, aha, Memo schreibt was, der schreibt, der zockt coole Socke ab. Boah, ist richtig unnötig, Alter. Ich schwöre, das sind ganz kleine Kinder, Alter. Ja. Vor allem, ich weiß nicht, mir wäre da meine Zeit dafür irgendwie auch zu schade für sowas dann. Ja, ist so. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Ganze geklärt. Ich hoffe, es ist bei euch angekommen. Das Video wird ja jetzt bei mir und bei dir auf dem Kanal sein. Ja. Also ich werde Memo auch nochmal für die, die ihn nicht kennen, nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr bei mir auch nochmal vorbeigucken. Dann habe ich noch so eine kleine Ankündigung am Schluss. Ihr seht es ja schon, coole Socke, Level 75, Daimos, WTF. Ich dachte, Socke, du spielst kein DE mehr. Ja, dachte ich auch. Ja. Dachte ich auch. Ist scheiße, aber was soll's, ey. Aber ehrlich gesagt, ich wusste es irgendwie, weil ich hatte auch mal diese Phase, ey, kein Bock mehr auf Meteam, Mann. Und es hat höchstens 3 Wochen gehalten. Ich hatte wieder Bock auf die, Alter. Ja, vor allem jetzt doch, ich habe ja, also viele von euch kennen ja wahrscheinlich auch Grundkapital und ja, er hat quasi gesagt, ja, hey, spiel doch mal auf Daimos, dies, das. Und keine Ahnung, ich denke, jetzt werden auch mal die Tage vielleicht so ein paar Dual-Commentaries auch auf Daimos kommen. Vielleicht auch mit dir, wenn du Lust hast. Also, ja, klar, ja. Können wir gerne machen. Denke ich mal, hättest du auch nichts dagegen. Nö, ist schon nice. Also auf Daimos ist schon okay. Ja, und ja, für die Leute, die mich in-game auch noch angeschrieben haben, ob ich der Echte bin. Also, ich weiß nicht, coole Socke, das ist mein Name. Den hatte ich ja auch schon in dem 20er-Char Let's Play-Dings da. Den nimmt mir keiner auf Daimos. Deswegen, coole Socke, seht ihr, bin ich. Könnt ihr mich ganz normal anschreiben, wenn was ist. Also nicht erstmal so, hey, bist du der Echte? Ja, ich bin der Echte, falls eure Freunde es nicht wissen, weil ich werde zum Beispiel auch oft angeschrieben, auch wenn ich ein Video schon mache, dass ich der Echte bin, ob ich wirklich der Echte bin. Ja, bin ich. Und freut euch, wie gesagt, auf DE Daimos. Da kommen noch, ich habe mir schon was Kleines überlegt, also naja, ich verrate es noch nicht. Das kommt in einem anderen Video. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse dir dann das letzte Wort. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich bin raus. Haut da rein. Ja, also nochmal mal Leute, die hier das Video auf meinem Kanal sehen. Coole Socke ist auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und jo, ansonsten haut da rein und tschüss.